Und zack. Nochmal killen wir den hier. Armer Typ, stirbt jede Minute. So, jetzt aber die richtige Mission. Besuche der Big Boost Karussell, genau. Alles klar, fangen wir doch am besten mal draußen an bei der Kiste, die da auf der anderen Seite steht. Steht die hier? Jo. Haben wir schon mal die ersten 6 Münzen. Das Karussell, da bekommen wir 25, genau. Das heißt, da können wir schon mit 75 theoretisch hingehen. Klapp. Nochmal 3 Stück. Gehen wir erst einmal außen im Kreis. Vielleicht gibt es hier noch mehr. Jawohl, da haben wir doch schon was. Zack, nochmal 3 Stück. Was haben wir hier? Am besten noch mehr Münzen. Jawohl. Ey, da ist eine fallen gelassen worden. Hat sich zumindest so angehört. Ne? Okay, dann nicht. So, dann die 3 Stück. Jetzt sind wir im Hintereingang. Wir wollen aber wieder nach vorne. Vielleicht gibt es da noch was. Sieht nicht so aus. Oh, da war eine Kiste. Die gibt auch nochmal Münzen. Ich habe immer versucht, früher mit dieser Kiste da über den Rand zu hüpfen, aber es hat nie geklappt. Wow, boom. Okay, Nummer 2, da nochmal 2 und da eine. 30 Stück hier im Außenbereich allein schon. Krass. Gut, dann geht's jetzt auf nach drin. Boah, und jetzt haben wir noch so viele Geister, die roten Münzen. Es wird ja easy, hier 100 Münzen zu bekommen. Was übrigens lustig ist, da kann man hier direkt, ich zeige euch das mal ganz kurz, könnte man mit einem kleinen Trick einfach hochhüpfen. Na komm. Zack. Nochmal, nochmal. Ja, ich krieg's gerade nicht hin. Auf jeden Fall geht es hier. Und dann kann man einfach hier hoch und muss dann das Büchereirätsel gar nicht machen, sondern kann sich den Stern auch einfach so holen. Aber das machen wir nicht. Ich hab's euch ja gleich ganz gezeigt, wie es mit der Bücherei funktioniert. Oh, da ist ein Fünfer rausgekommen, aus dem Buch hier. Ach ja, dann. Und der Stuhl, gibt der auch was? Sieht nicht so aus. Okay, wir gehen nochmal dahinter. Oder die Geister kommen vor, das ist mir auch egal. Einer ist aber noch hinten, den holen wir uns. Na, da bist du ja. Peng. Ein Fünfer. 49, krass. Gut, gehen wir hier wieder nach draußen und direkt hier wieder nach drin. Ja, wenn man einfach alle Räume abgeht, dann müssen wir wohl oder übel alle roten Münzen bekommen. So viele Wege gibt es nämlich gar nicht, wenn man die Türen alle nacheinander abgeht. Wupp und zack. Und weg hier. Okay, nächster Raum. Dann dürfte man da hinten rechts wieder rauskommen. Ja, genau, jetzt sind wir hier. Hier gab es einen Geist, das weiß ich. Unten ist das Karussell. Ja. Schaut mal, wie sich der mal gleich in die Wand reinpackt. Und die Münze fällt immer runter. Naja, was soll's denn? Okay, dann der hier noch. Am besten kommt der mal kurz hierher. Ja. Dann müssen wir ihn hier nicht am Abgrund killen. Gut, dann gehen wir mal da lang. Und nach oben. 66 Stück, schon krass. So, dann gehen wir hier rein und schauen, was da ist. Ach ja, hier können wir einfach rüberhüpfen. Dann sehen wir auch da ein Fenster zur Bücherei. Da gibt es aber nichts. Also hier rein. Genau, jetzt sind wir hier. Hier ist auch nochmal eine. Die vierte. So, hier fallen wir am besten nicht runter. Und hier geht's weiter. Oh. Ah, genau, jetzt sind wir bei den Gräbern. Genau. So, die Münze stirbt. Die Münze, das Auge stirbt und gibt uns eine Münze. Gut, dann gehen wir zu den Särgen. Und weiter zu dem Ding hier. Da gehen übrigens nicht alle hoch, nur ein paar. Da ist nichts drunter, soweit ich das sehe. Und da auch nicht. Okay, dann haben wir hier soweit alles. Hier ist nichts mehr. Nee. Dann weg hier. Gut, dann gehen wir mal nach da.
Oh, da kann man hoch. Geht's hier nicht schon zu Big Boo? Ich glaube, hier ging's schon zu Big Boo. Ja, jetzt sind wir zumindest mal oben. Ah, noch mehr Münzen. Oh, ordentlich Münzen. Ah, komm schon. Mach die da hinten. 97 Stück. Krass. Gut, haben wir hier noch rote Münzen. Oh, da ist unser letzter Münzentyp schon. Wenn es noch Münzen gibt. Na, stirb. Na, komm schon. Mach's nicht so spannend. Zack. 102. Unten werden wir nochmal 25 bekommen. Also krass, hier kriegen wir ziemlich viele Münzen. Da müssen wir ja gar nicht bis zum Karussell gehen. So, da kommen wir so natürlich nicht durch. Okay, hier anscheinend auch nicht. Jo, hier glaube ich geht's jetzt zu Big Boo. Ja. Schon sind wir auf Big Boos Balkon. Zu dem ich eigentlich nicht möchte. Waren hier oben nicht auch nochmal welche? Okay, zumindest sind wir mal ganz oben. Aha. Ich gehe mal nach hier. Leben. Was ist auf der anderen Seite? Okay, hier oben können wir eh nichts anfangen. Wir wollen ja Big Boo noch gar nicht töten. Wir wollen ja erstmal die 8 roten Münzen, wo uns noch 2 Stück fehlen. Ja, und wo sind die? Einmal können wir vielleicht noch nach unten gehen. Vielleicht ist da unten noch was. Ja, irgendwo müssen sie ja sein. Okay. Hier der Gang, da war nichts. Im Karussell waren aber auch keine, wenn ich mich erinnern kann. Was ist hier? Nur die Wand, okay. Da ist nichts. Da geht's da direkt zum Karussell, ich glaube schon. Jo. Dass hier jetzt aktiv ist. So, rote Münzen. Sieht nicht so aus. Nö. Okay, die müssen wir jetzt nicht unbedingt töten, da kriegen wir nur wieder 25 Münzen. Okay. Dann ist hier unten soweit auch nichts mehr. Alles klar, dann gehen wir wieder nach oben. So. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, wo die restlichen Münzen sein sollen. Da war aber nichts mehr. Ah, nö. Gute Frage, sehr gute Frage sogar. Eigentlich sind wir alle Räume abgegangen. Hier im Außenbereich war aber auch nichts mehr. Ja, okay. 2 Münzen, aber hier war nichts mehr. Das ist nur das Klavier. War hier vielleicht nicht dahinter noch eine rote Münze? Ja, der steht ja hier nicht umsonst. Alles klar, dann fehlt uns nur noch eine. Puh, wo waren die? Wir können nochmal nach hinten schauen. Vielleicht ist das irgendwie ein anderer Ausgang und da ist hinten auch nochmal irgendwas versteckt. Na? Nö, sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir einfach nochmal den Weg ab. Irgendwo müssen sie ja sein. Oder muss sie ja sein, eher gesagt. Da war nichts mehr. Okay. Oder hier in der Ecke? Ne. Ich habe jetzt so den Verdacht, dass bei den Gräbern noch was war, aber eigentlich waren wir da schon überall. Dachte immer, da waren 3 Stück und nicht nur 2. Was ist denn eigentlich hier hinten? Vielleicht sollte man da mal versuchen, irgendwie hinzukommen. Irgendwas muss da drüben ja sein. Ein blauer Ding? Okay. Was soll uns das bitte bringen? Na okay, wir gehen mal durch die Tür. Ah, Nummer 8. Oh, wo ist der Stern? So, was ist denn das hier? Ach, ich will es gar nicht wissen. Ach, können wir hier einfach vorbeigehen? Aha, okay. Wo kommen wir jetzt raus? Ach, hier wieder. So, ich schätze mal, der Stern taucht hier drüben auf. Ja.
Sehr gut, Stern Nummer 72. Here we go. So, was kommt jetzt noch? Big Boo besiegen, aber das ist